Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Überlebenden mit Marc. Grüßt euch. Wir haben in der Nacht hier durchgekämpft und ja, die haben natürlich die Bude eingerannt. Wir haben kaum noch Munition. Es ist... Ist es schon? Ist es Hordentag? Ja, heute ist siebter Tag. Genau. Wir können uns richtig, richtig warm anziehen. Und eigentlich hat weder Marc noch ich eine Idee, wie wir diesen siebten Tag überleben sollen. Ja, das ist schon... Uns fehlt Holz, uns fehlt alles. Das Einzige, was wir haben, ist Essen und Trinken. Ja, also wie man sieht, gut gerüstet mit nix. Ja. Oh Mann. Und wir haben außenrum so ein Dingens halt. Okay. Wir brauchen Stein. Stein und Holz. Also hacken und kloppen wir, was wir jetzt noch kriegen können. Ja. Damit wir wenigstens Pfeile herstellen können, weil Federn haben wir. Genau, wir haben Federn. Aber kein Holz. Nee. Und wir müssen auch die Bude halbwegs reparieren. Also diese Tür, egal ob Wooden Door oder Stahltür, die wird eingerissen so schnell. Marc, sag's den Zuschauern. Also, ob das Holztür oder Stahltür, das macht einen Unterschied von ein paar Sekunden. Sekunden! Sekunden, ja. Dann sind die durch. Das Blöde ist, es ist alles anders wie in der Alpha 12, in der vorigen Version. Okay. Die Schreier, diese Mädels, die Kreischer, die die Zombie-Horde alarmieren, die brauchen dich nicht zu sehen. Ja, wenn die was hören, das langt schon. Wenn die was hören, wenn die irgendwie eine Stahltür sehen, die für barrikadiert ist, die plärren los. Und dann kommt nicht einer, dann kommt eine verfickte Horde angelaufen. Und die reißen dir die Klamotte ein. Ja, also wir haben uns jetzt die ganze Nacht da unten fast in der Bude gesessen. Ja. Wir haben keinen Gott, und da überhaupt noch mal rauskommen die Nacht. Oder ob wir schon vor dem Hordentag eingehen. Eigentlich hatten wir unsere Horde schon gehabt. Ja. Nicht wahr. Alter, wenn da jetzt noch ein Zombiebär dabei ist. Also ich. Ja, und Feral und hast du nicht gesehen? Und Spucker. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Wir haben ja nichts an Schusswaffen. Wir haben gar keine Schusswaffen, wir haben nicht mal Munition. Die einzigste Amtshandlung ist jetzt noch schnell runterrennen, aber der ist auch dieser blöde Bär. Sonst hätte ich gesagt, wir wären runtergegangen und hätten noch Potassium geholt. Wir müssen Munition holen. Ich hätte es sowieso für keine so schlechte Idee, da noch Potassium zu holen. Ja, sollten wir vielleicht mal. Sonst haben wir nichts. Ja. Wenigstens die Blunderbasse füllen. Genau, dass wir die wenigstens vollkriegen. Okay, ich klopp hier weiter Stein. Oh ja, dann müssen wir in die Höhle. Irgendwie geht's ja nicht anders. Ja. Kannst du schon mal Fackeln holen? Zwei Fackeln? Ja, ich geh mal gucken. Ah nee, warte, ich hab doch den Berger bei der Helm. Ah gut, der ist ja lang. Nein, er ist weg. Ich hab keinen. Vergiss es. Okay. Deiner müsste noch in der Kiste sein. Ich geh mal gucken. Du hörst dich an wie ein Zombie da. Ich bin ja schon infected. Ja, ich jetzt nicht mehr. Weil ich ja gestorben bin, vorschriftsmäßig. Das ist geil. Oh, das ist so übel. Kannst du mir noch was zu trinken dann mitbringen? Ich guck mal, was wir haben, ja. Das wäre super. Also das ist ja alles noch... Treffen wir uns dann bei der Höhle? Alles klar. Ich lass mal gucken, wo die ist.
Ah, das Höhlensymbol. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weggeworfen. Da. Bisschen was zu trinken und, zwei Fackeln, ne? Also. Ja. Kann sein, dass sie noch oben in der Secret Wooden Door sind. Ja, hab sie. Okay. Kohle haben wir ja noch. Zumindest ein bisschen. Ja. Bist du schon in der Höhle? Ja, ich bin in der Höhle drin. Okay, ich klopf schon Potassium weg. Ich will die Fackeln gerade geben. Ja, eine. Oder hier irgendwo aufhängen. Ich habe hier einen Woodframe gesetzt, da kannst du die Fackel dranhängen. Da haben wir schon mal Licht. Ja. Die einzige Höhle weit und breit und der Bär ist da. Das ist doch so zum Heulen. Da drin noch irgendwas außer einem Bär? Ah, unser Problembär. Problembär. Ich habe einen Pilz gefunden. Da liegt auch einer, ja. Aber nur ein Pilz nützt uns nichts, ne? Naja, wir müssen eh erst das Rezept lernen. Ach, stimmt, das verdammte Rezept. Ist das Problem. Okay, ich würde sagen, Potassium haben wir. Ich habe. 59. Ich habe 141. Komm, das langt. Ja. Wir müssen noch mehr machen. Alter Schwede. Ah, hier ist noch ein bisschen. Das nehmen wir noch mit. Wir sehen uns im Haus. Ach, das Trinken. Hast du das dabei? Ja. Wo? Da. Okay. Nein. Nicht runterfallen. Nein. Nein. Wo hast du es hingeworfen? Da liegt's. Ich hab's. Okay. Oh, 7 gleich. Okay. Ist doch gut, dass ich hinterher gehechtet bin. Ja. Warum kann ich da nicht hoch? Ich glaube, wir bekommen schon Besuch. Ja? Alter, wir kriegen so auf den Arsch, wenn der Blutmund ist. Ja. Das ist halt brutal. Wir müssen Pulver herstellen. Ja. Wenn es geht, noch Kohle finden. Aber ich glaube, irgendwo weiter in Richtung in der, also zwischen der, wenn man weitergeht von Höhle, aus der Richtung, aus der wir kamen. Da war irgendwo noch ein Kohlefeld. Aber das war auch sind da noch diese Hunde hier hinter dem Berg? Ja. Also, kann sein. Das ist doch scheiße, echt. Ich gehe mal davon aus, die sind nicht weggegangen.
laufe mal ein bisschen rum in der Hoffnung, dass ich vielleicht dann doch irgendwie nochmal Kohle finde. Ja, ja, ja. Ich habe 380 Holz zusammen. Holz habe ich auch ein bisschen. Jedes Mal, wenn du was reparierst, wird es ein Stück schlechter, ne? Ja. Das heißt, selbst wenn du irgendwann gute Ausrüstung hast, kannst du dich nicht drauf ausruhen, ne? Nee, die wird ja irgendwann schlechter. Genau. Dieser Weg hin. Das ist nirgendwo Kohle zu sehen. Scheiße. Ich guck mal, ob ich noch ein paar Hunde sehe. Okay. Oder ob dahinter frei ist. Quatsch. Da wollte ich hin. Diese Tasten. Ein Rucksack. Wow. Ich habe einen Spike Club gefunden. Cool. Ja, mega. Er rettet uns heute Nacht. Das will ich mal schwer hoffen. Aua. Und er hat mir das Bein gebrochen. Schon wieder. Das ist irgendwie dein Ding, ne? Das ist im Moment mein Ding, ja. Gebrochene Beine, da stehe ich drauf. Scheiße. Ich muss jetzt mal schnell wieder mal einen Splint machen. Wie oft ich mir jetzt schon die Beine gebrochen habe, das ist unglaublich. Das ist schon beängstigend. Die Hunde haben ein Loch in den Berg gemacht. Ein echtes Loch. Wow. Ich gehe auch nochmal auf Kohlensuche. Durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Das glaubst du nur, wenn du es gesehen hast. Was? Das sind hier etwa 37 Gunpowder. Nur 37? Ja, das war alles, was ich gefunden habe an Kohle. Wir haben keine Kohle mehr jetzt, ne? Ich denke nicht, ne. Okay, das ist unser Schmerz, Kohle. Verdammt.
krieg wieder Temperatur. Ich habe schon eh nichts an. Das ist unglaublich. Ich schnitz trotzdem. Ja. Die Wüste macht einen fertig. Das ist ein Crawler. Ich komme zurück. Okay, wir haben wenigstens, wir können wenigstens ums Haus drumrum. Ja. Wir können auch aufs Dach fliehen. Als letzte Maßnahme. Ah, Mist. Oder wollen wir in ein anderes Gebäude? Das ist einfach, das ist gehofft, geduppt irgendwie. Ja. Hier ist überhaupt keine Tür drin. Soll ich spaßhalber mal eine einsetzen oder ist es jetzt auch egal? Ach, hier ist ja die ganze Wand. Das fehlt die Wand, oder? Ja, okay. Okay. Wir können wenigstens einmal ums Gebäude rum. Ich wollte noch ein bisschen Holz holen. Ja. Wir haben keine Kohle mehr, ne? Ich habe keine mehr gesehen. Wenn du noch irgendwo welche siehst, wär super, aber was von dem, was ich gesehen habe, nicht mehr. Okay. Ich mache nochmal 122 Pfeile. Mhm. Was denn das? Ich habe eine abgesägte Schrotflinte gefunden. Gold. Ist mir jetzt erst aufgefallen, habe ich gar nicht mitbekommen. Cool. Okay, das heißt, wir haben noch mal 8 Schuss Schrotflintenmunition. Oh, geil. Hier ist 37 Pulver. Die habe ich gemacht eben. Die hast du gemacht. Stellen wir. Wo ist Papier? Hier ist Papier. Dann stelle ich Munition dafür her, ja? Mhm. Favoriten weg. Plunderbass Munition. Maximal. Läuft. Hier habe ich noch Schrotmunition. Damit habe ich ein paar Schuss mehr. Stein, Holz. Da kann ich doch noch mehr Pfeile machen. Also Pfeile könnte ich noch noch ein bisschen herstellen, wenn uns... Es muss ja was bringen. Aber wir haben nur Pfeile zur Verteidigung. Noch verfeuern. Das sind noch Verbände. Das ist ja alles ganz nett. Ich hab noch eine Höhle gefunden. Eine Höhle? Mhm. Ist die vielleicht unbewohnt?
Ich weiß nicht, ich scheint tief reinzugehen. Schauen wir nach. So, wie sieht es bei mir aus? Essenstechnisch geht noch. Ah, Essen fehlt mir noch. Das ist okay. Öl ist leer. Menge Potassium. Ist Kohle da? Ich sehe nichts mehr. Verdammt. Was wär's gewesen? Nee. Nichts drin außer Potassium. Ah, verdammt. Die Kiste denn da rein? Ich glaube, die hier hinten haben wir noch nicht geöffnet, die Tür. Ich zumindest nicht. Die ist noch zu. Ich kann den Spike Club nicht reparieren, weil ich nicht gelernt habe. Ja klar, warum auch nicht? Ja, ja. Alles andere wäre auch einfach zu einfach. Ja, finde ich auch. Oh, das wird schlimm mit der Horde. Ich will es nicht woher beschwören, aber es wird schlimm. Ich habe den Thunderbass auch gar nicht mit dabei. Schön. Crafte die Munition, aber habe den Thunderbass nicht dabei. Ja, das muss man ja auch nicht. Ja, komm mal. Das wird auch unterschätzt, glaube ich. Naja, ich sammle so langsam so ein bisschen Fähigkeiten hier. Steckst du? Ich sehe dich nicht auf der Karte. Ich sehe dich auch gar nicht. Aber ich habe dich getrackt. In der Richtung musst du sein. Bist du so weit weg? Nee. Jetzt sehe ich dich. Ich bin zurück am Haus. Echt? Ich sehe dich nicht. Ja. Na, ein bisschen nach Holz mit und Gedöns. Gut, gut. Was können wir noch tun, um uns zu verteidigen? Wir können keine Spikes setzen. Können wir Stacheldraht bauen? Aber das wenigstens. Ich schau mal. Guck mal, was wir überhaupt an Verteidigungsmaßnahmen machen können. Irgendwelche Stacheln oder was weiß ich was. Irgendwas müssen wir machen. Naja. Alternative ist halt, dass wir sie erschießen. Ach, jetzt habe ich. Ich habe wieder mal nicht aufgepasst.
Ja, schon irgendwas Prickelndes gefunden? Nee, vielleicht einfach, ja, guck mal nach diesen Witzbikes. Oh, es dauert ewig, sich durch diese Tür zu buddeln. Die Steinaxt ist so ein Schrottding. Problem in der Wüste ist, du kannst keine Klamotten anziehen, weil dir sonst Pole heiß wird und ohne Klamotten hast du eigentlich keine Rüstung. Ja, genau. Also, wo ist der Trick? Verstehe ich nicht. Nochmal ein paar Wurzspikes. Was mit Stacheldraht? Geht der? Hab ich jetzt noch nicht gefunden. Ich hab noch mal Honig. Bist du infektiert? Ja, hab ich doch auch, oder? Ich nicht, ich bin doch gestorben. Ah. Ja, ich bring dir Honig mit. Yay, super. Ein Forged Iron und zwei Wood. Und dann? Kriegt man da wohl einen Barbed Wire Fence raus. Mhm. Antibiotika ist in, also Honig ist in der Essenskiste. Bitteschön. Noch Holz in die Supply-Kiste mit für Werkzeug. Ah ja, okay. Ich habe auch noch Vitamine, wenn du Durchfall hast. Das heißt, wir können dieses blöde Sandwich essen. Mmm, das schöne Sandwich. Ja, geil, gell? Jawohl. So cool. Nee. So, Plunderbass-Munition, ne? Mhm. Liegt jetzt in der Kiste. In der unteren. Geil. Sehr schön. Neunzehn Schuss. Okay. Besser als nix, oder? Ja. Ach, ich kann die Shotgun nicht mal reparieren, weil ich es nicht gelernt habe. Ey, leck mich doch am Arsch, was ist das für ein Scheiß? Okay. Ich hab eine Idee. Ölfässer explodieren doch. Ja. Yeah. Mhm. Ich stell welche auf. Ein bisschen hier vor die Tür. Ist ja Remi Demi heute Nacht, ja. Naja. Hast du eine andere Idee? Nee. Tun, was geht. Boah, dann fliegen wir in die Luft, wenn wir die zerschießen, ne? Wir sterben sowieso. Nein. Dann wenigstens mit Hurra. Da stelle ich eins hin. Und ich stelle auf der anderen Seite aufs Auto. Neben das Auto stelle ich noch eine, ein Ölfass. Okay.
gucken, ob ich wenigstens unsere Ernte retten kann. Unseren. Oh, nix. Ist noch nicht so weit. Scheiße. Soll ich trotzdem eine Tür reinziehen? Ja, warum nicht? Das hält wenigstens für ein paar Sekunden auf. Ich mach mal zwei Türen. Können wir denn an Baumaterialien hier herstellen? Das war's schon. Zement. Verdammt. Nichts, was uns jetzt in der akuten Situation helfen könnte. Mehr Scrap. Da stöhnt sich wieder jemand ab. So, Forged Iron haben wir 25. Ich versuche mal noch die Tür etwas aufzuwerten. Level ist schön. Okay, also so weit hochgewertet, wie es geht. Wir haben 18 Uhr. Nochmal raus, nochmal was sammeln oder bleiben wir jetzt drin und warten? Ich habe irgendwie gar keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ja, ich habe eben jede Menge Steine. Was fehlt dir? Was hast du denn? Stein fehlt mir. Federn, ich habe noch ein bisschen Holz. Oh Mann. Okay, wie viele Pfeile hast du jetzt? Null. Okay. Hier hast du 70. Danke dir. Hast du die Munition genommen für den Plunderbass? Ja. Ich gehe gleich nochmal einen Stein klein machen. Hier hast du nochmal Pfeile. Okay.
So, jetzt sind wir munitionsmäßig am Arsch. Was hast du noch? Ich hab noch. Ich kann. Ich, hast du Federn? Ja, ich hab Federn. Ich hab nur noch 46 Holz. Wie viel Federn? 50. Kannst du mir mal 25 geben? Ja. Okay, merci. Dann baue ich noch ein paar Pfeile. Ja, dann müssen wir mit den wenigen Pfeilen... Also das muss irgendwie sitzen, ne? Wir haben noch Ölfässer. Also mir fehlen Steine. Ansonsten... Ja, ich schlag draußen jetzt nochmal einen Stein klein. Holz fehlt mir. Haben wir hier noch Federn? Federn haben wir noch jede Menge. Holz und Steine, das ist das, was wir brauchen. Für Munition, für Pfeile. Okay. Holz haben wir. Steine fehlen uns. Okay. Okay, ich komme mit. Ich helfe ein bisschen aus. Habe ich natürlich nicht dabei. Okay. Ach ja, war ja klar. Uhr. Das werden Federn. Wie kommst du voran? Ganz gut. Holz haben wir jede Menge. 400 oder so. Ich habe knapp 300 Steine. Sehr gut. Also wir sollten dann natürlich noch ein bisschen Holz haben, um Bögen zu bauen. Naja. Das Problem ist wirklich, dass hier ordentliche Bäume fehlen. Mhm. 20 Uhr. Mitbekommen, wir haben noch 2 Stunden. Okay. Alter, ich laufe hier nackt rum. Es ist brutal heiß. Scheiße, nicht aufgepasst. Holz fehlt mir. So ein Mist. Ich habe nicht aufgepasst. Schon wieder nicht. Ich
Mir fehlt Holz. Hast du Holz? Irgendwie zwei Holz? Ich brauche eine Axt. Danke. Bitte. So. Halb neun. Okay. Meine lieben Zuschauer, ich sage nichts, weil ich angespannt bin. Ich bin am Überlegen, wie wir es hier auch zu lachen, wie wir unseren Arsch hier rauskriegen, wie wir das überhaupt packen. Es wird spannend. Unsere Verteidigung ist eigentlich nicht vorhanden. 21 Uhr. Wir haben nicht mehr lang. Ja. Ich werd's bitter. Leck mich doch. Verdammt. Kein Holz? Ich mach den Stein noch fertig und dann komme ich zurück. Alles klar. Jetzt mache ich mich auf den Rückweg. Oh, wie geil. Der Kaffee ist fertig. Und die Kartoffeln nehme ich. Yeah. Ja. Du bist schon oben, ne? Ja. So, wir haben 12 Kaffee geerntet. Und wir haben jetzt 2 Kartoffeln. Goal. Yay! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden sterben. Genau. Also Pfeile habe ich 160, 170, ja, so 180 knapp. Ich habe 130. Wollen wir denn noch Federn? Ich habe noch 59 Federn. Ah, okay, dann kann ich noch ein paar machen. Ich leg dir die Federn in die Kiste. Alles klar. Optisch auffällig, hoffe ich. Brauchen okay, alles. Hast. Ah, warte mal, ich muss mir ein bisschen Holz nehmen. Damit ich Bögen herstellen kann. Alles klar, okay. Wir müssen auch Trinken herstellen. Wir haben. Packe ich die auch mal in die Kiste. Das ist gleich fertig. Komm. Okay, du hörst es. Was geht schon los? Ist das jetzt schon? Geht's schon los?
Sieben Rotten Tee habe ich dir in die Supply-Kiste getan. Ah, super. Ja, es geht schon los. Echt schon? Jetzt schon? Schon, schon Hunde draußen. Ja. Ah, ich will wenigstens kurz mir den Blutmond ansehen. Da brennt die Luzi. Da ist er, der Blutmond. Alles klar. Das geht ja jetzt schon los. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, dann treten wir mal an zur Verteidigung, hä? Ja. So, ich gehe raus. Du auch, alles klar. Ich sehe nichts. Hast du eine Fackel? Wenn nicht, häng eine hoch an die Wand. Ja. Okay, ich brauch da weg in den Spike, so weit so gut. Das hört sich doch gut an. Hier auf der Seite sehe ich nichts jetzt. So, da hängt eine Fackel. Ah, unter mir. Guten Tag. Kommen Sie bitte. Ah ja, die Stacheln scheinen richtig was zu bringen. Die machen ja ganz kurzen Prozess mit denen. Ich bin begeistert. Ich bin nur positiv überrascht. Also die Stacheln bringen tatsächlich was. Guten Tag. Mach doch dein Licht an, du hast eine Stirnlampe. Hey, gut. Cool. Okay. Oder A. Ja, ein erster Spider. Ja. Ja, das war schon um. Ja, Gott sei Dank. Gehst du mal? Ist leider so, dass man. Danke. Ah, ich brauche hier noch eine Fackel. Ich hole mir jetzt noch ein paar Fackeln. Mhm. Dass wir mal ein bisschen Licht haben. Aber das sieht ja bis jetzt gar nicht immer so schlecht aus. Ich habe gedacht, wir sterben hier im Sekundentakt. Aber ja, scheinbar. Ist es noch nicht so weit. Deine Verteidigung hat richtig was gebracht. Diese Stacheln sind ganz anders. In der Alpha 12 waren die sowas von Dreck. Ja. Haben praktisch da nur so ein Zwischending, ja, so eine Notlösung, bevor du die richtigen Woodlocks hattest. Mhm. So, ich stelle mal drei Torch her, wenn es recht ist. Torch, Herrgott. Warum geht das nicht? Wo ist das Tello hin? Ich dachte, ich hätte es. Ich hab schon wieder weggebackt, ne? Oh, es ist weggebackt! Oh, Mann, das nervt mich. Sag mal. Das ist echt nervig. Ja, es ist nervig. Okay,
So, ich bin auf dem Weg. Mit Fackeln im Gepäck. Mhm. Ich glaube, wir haben nur noch an der Vordertür welche. Echt? Wir werden das vornehmen, weil er dieses... dieser Vorhang drüber ist. Ich glaube, unter uns sind die letzten. Ah, das wäre gut. Wie viele Fackeln habe ich denn jetzt auf einmal? Spaßhalber mal machen. Hm. Ah, ich... Ja, aber da müssen wir weiter weg. Geh mal weg. Bist du weg? Okay. Ja, ich glaube, unter uns sind die letzten. Ich guck mal, ob sie... Genau. Kommt. Okay, warte. Ich versuche sie mal zu locken. Mhm. Wow. Hm. Da, ah, okay. Milo. Da cool. Kommt was ohne Bein. Also mit abgetrennten Beinen, siehst du es? Oh, musst du da nah sein. Warte, ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Erwischt. Er ist tot. Tot. Ich versuch mal, einen Frame zu setzen. Es geht natürlich nicht. Nirgends. Ah, echt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Der liegt jetzt so scheiße. Scheiße. Weg. Ich kann nicht setzen. Nirgendwo. Das heißt, ich kann nicht runter, weil ich nicht mehr hochkomme. Und ich kann den Schwachkopf nicht looten und ich kann nicht wegmachen. Ich komme nicht dran. Ich würde gern so runter und jetzt da diesen Zirkus beenden. Ja. Geht nicht, der liegt so quer. Mhm. Kannst nichts setzen. Ha, jetzt, warte mal. Okay. Aha. Warte. Er hat mich natürlich erwischt. Tot. War der letzte. Ich gehe runter, ich versuch's. Achtung. Die sind aber auch brutal. Verrottetes Fleisch. Die Köhle. Ehrlich. Das ist einfach nur ekelhaft. Sagt Wurf, wir haben den Hordentag überlebt. Wow. Ach du Scheiße, wie sieht es denn hier aus? Ich kann es auch kaum glauben, ja. Hier, diese Spikes haben alles rausgerissen. Ich hätte nicht gedacht, dass die so. Die sind ja sowas von effektiv. Ja. Die haben mal kurz geheult und dann waren die tot. Und die Spikes leben noch. Die Spikes stehen noch da wie eine Eins. Ja. Gut, einige sind weg, aber... Ach du Scheiße! Ich hab mich geirrt! Es sind noch welche da! Fuck! Bist du oben? Ja.
Scheiße. Okay, ich guck noch mal kurz. Ah, jetzt hat mich doch noch getroffen. Ist das? Nee, doch nicht. Jetzt. Ach, der hält's aber aus. Da liegt wieder so Scheiße da drin. Na klar, wieder quer. Das hört sich nach einem. Ich wollte gerade sagen. Wow, ich bin runtergefallen! Oh, bitte. Oh Mann. Verdammt. Was ist mit dir los? Oh Gott. Alter, ich will hoch. Wie komme ich denn hoch? Scheiße, wie komme ich denn hoch, Herr? Kopf noch mal. Ich habe ein echtes Problem jetzt hier. Ich schaff das. Ja, ich bin tot. Das habe ich nicht überlebt. Zieh dich zurück, die Backen hoch. Ja. Ich dachte, das wäre es gewesen. Verdammter Mist. Oh, mein Rucksack. Oh, nein. Das darf doch nicht wahr sein, so ein Mist. Okay. Oh Mann, siegessicher nach unten gegangen, genau in dem Moment kamen sie. Oh Mann, ich hab keine Bandagen. Brauchst du Verbandszeug? Ja. Warte, ich hab. Hier, da liegt's. No problem. Ich hab noch gedacht, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, war scheinbar dann auch so. Ja, dann kam die zweite Welle. Oh Mann, zuckt in dem Moment ehrlich weg. Der Spider ist oben! Verdammt, natürlich, die klettern ja! Hab ich nicht gedacht. Waffe, Iron, Craft. Ah, verdammt! Hab ich. Alter Schwede!
Ja, nimm mal eine Tablette. Hast du vielleicht noch Verbände für mich auch? Ja, warte, ich gebe dir. Einen oder so, dass jeder einen hat. Ich gebe dir nochmal Schuss für deine Plunderbass, weil ich habe keine. Okay. Okay, ich gebe dir die Schüsse wieder. Achtung, da. Alles klar. Okay. Wow. Nice. Glücklich fett. Aber natürlich nicht der letzte. Getroffen habe ich ihn. Na komm. Na komm, mit deinem kaputten Bein. Der Vorteil scheinbar ist, dass diese Verteidigung denen die Beine kaputt macht. Die sind alle mit kaputten Beinen da. Die haben alle ein Bein verloren. Ja. Das scheint hauptsächlich auf die Beine zu gehen. Hervorragend, sag ich ja nur. Das war's. Der hält so aus hier. Lass kurz sein. Er ist verreckt. Hier unten sind ja noch Stacheln. Die Stacheln sind genial. Das ist das. Das sind die neuen. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass die sich so bewährt mal bewähren. Ja. Wow. Stone Axe brauche ich jetzt. Oh Mann. Hey, wir haben den Hordentag gepackt. Also ohne deine Idee, da Dinge auszulegen. Alter Schwede, der hat mir ganz schön Scheiße gefressen. Ja. Ich weiß, das war schon nur notwendig. Ich dachte, das bringt vielleicht. Das, hier musste echt alles neu testen. Das Problem ist, mein Rucksack ist weggepackt. Echt? Vielleicht ist er oben auf dem Dach. Das kennt man ja. Mal schauen. Ja. Komm, jetzt. Vielleicht haben sie ihn auch zerstört. Weiß man nicht. Ja. Ein Gerödel. Hm? Was ein Rumgerödel hier draußen. Okay. Also und damit kann man zumindest auch diese ganzen du machst die alle zum Kriecher. Ja. Da hat sich einiges getan. Das heißt, dann muss man ganz neu über die Verteidigung nachdenken. Ja. Letztendlich. Noch einige davon. Die sind vor allen Dingen nicht so teuer in der Herstellung. Ja. Für 10 Holz kriegst du 3 Stück. Ist ja überschaubar. Ja. Erstmal den Blutscheiß hier wegmachen. Ja. Und dann baue ich die Rampe wieder an, dass wir hochlaufen können. Es war ganz gut, dass wir die Treppe sozusagen als erste Verteidigungslinie genutzt haben und dann die zweite Treppe als die zweite. Mein lieber Mann. Ach, natürlich ist mir jetzt schon wieder die Axt kaputt gegangen. Also wie oft mir jetzt schon die Axt kaputt gegangen ist, ich kann es gar nicht zählen. Das ist echt wahr. Ich guck mal, ob's oben hochgebackt ist aufs Dach. Das
das kann ja sein. So. Nee, auf dem Dach ist nichts. Der Rucksack ist verloren. Er wird mir auch nicht mehr angezeigt, sehe ich gerade. Okay. Ja, okay, er ist weg. Wow. So, erster Hordentag geschafft, hätte ich mal gesagt. Ja. Und wir stehen noch. Ja, wir müssen irgendwas bauen, wo wir mit Pfeilen durchschießen können. Wäre das Iron Bars? Kann man jetzt mit Pfeilen durch die Iron Bars schießen? Das ist die große Frage. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Kohle für Munition. Ja. Plunderbass müsste ich mir wieder herstellen. Die Schrotflinte ist ja weg. Ach. Es ist alles kaputt. Okay, was hat der Plunderbass nochmal gebraucht? So schlecht war der jetzt wirklich nicht. Plunderbass. Forge Iron 4. Forge Iron Federn. Und ich fürchte mehr Rohre. So, ich stelle mir gerade einen neuen Plunderbass her. Mhm. Und ich habe inzwischen einen Iron Reforced Club in Orange herstellen können. Ich auch. Hast du auch? Okay, gut. Ja, gut. Das ist gut. Ein Iron Bar würde ich dann gerne jetzt mal herstellen. Und da sagen wir mal 4. So, und dann brauche ich eine Steinaxt. Die habe ich nicht mehr. Die müsste ich mir erstmal herstellen. Werkzeug. Okay, und das machen wir so mit dem. So, ich habe einen Plunderbass. Kannst du mir ein bisschen Muni geben? Ja, kriegst du sofort. Mhm. Liegt. Habe ich, danke. 5 Schuss, alles klar. Also ich war jetzt auch nicht so unbeeindruckt von der kurzen, abgesägten Schrotflinte. Die hat ja unten relativ lange mir den Arsch gerettet. Also dann ging mir halt die Munition aus. Ja. Okay, ich habe eine Axt am Start. Ich habe ich habe einen Verband noch. Aber da oben sind noch Verbände drin, glaube ich. Da sind sie doch. Zack, Kammer 5. Eine Fackel, ein Ranks. Okay. Gut. Bis hierhin erstmal. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Der erste Hordentag ist rum und wir kriegen schon wieder Besuch. Also, bis dahin sag ich auf jeden Fall auf Wiedersehen. Überlasse das letzte Wort natürlich dem Marc. Bitteschön. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.